Kai Jakob ist Lkw-Fahrer, Trucker seit 20 Jahren. Er transportiert Autos in die ganze Republik, immer gegen die Uhr, unter der Woche getrennt von Frau und Kindern. Aus den Kapitänen der Landstraße wurden die Gehetzten der Autobahn. Kai träumt vom Familienleben, aber er liebt auch seinen Lkw. Also jetzt mal ohne Blödsinn und Quatsch. Das ist ja so ein Lkw kennt ja mehr persönliche Momente von mir selber wie meine Familie oder meine Frau oder irgendwelche Bekannten. Wa? Ich verbringe da über jeden Tag 15 Stunden und dann schlafe ich nochmal 9 Stunden da drin. Also manche Sachen hätte der auch ja nicht sehen wollen, glaube ich, aber wir haben schon ein persönliches Verhältnis. Der wird auch montags über das Armaturmut gestreichelt und Freitag will ich eine Hinstelle zum Wochenende, wird er nochmal gestreichelt. 2,5 Millionen Lkw sind in Deutschland zugelassen. Nochmal so viele kommen aus dem Ausland. LKWs verstopfen Rastplätze, nerven Pkw-Fahrer auf der Autobahn. Wir brauchen sie und wir verfluchen sie. Zeit, die Fahrer richtig kennenzulernen. Kein guter Montag für Kai. Er muss seinen geliebten Untersatz in der Spedition stehen lassen. Die Bremsen werden neu belegt. Kai steigt um auf den Transporter eines Kollegen. Seine persönlichen Sachen nimmt er mit. Ohne die geht gar nichts. So. Was überhaupt nicht vergessen werden darf, sind die Kuscheltiere. Eine Tochter, zweite Tochter, Frau. Die müssen immer dabei sein, sonst krieg ich Ärger. So hat man wenigstens ein bisschen immer. Naja, ich will nicht sagen, das Gefühl, dass die dabei sind, aber man denkt eben dran. Spätestens beim Ab- und Anräumen vom Bett. Eine Woche kann lang sein. Und wer weiß, was alles passiert. Deshalb hat der vorsichtshalber immer auch die Notration in den Büchsen dabei. Kais Touren beginnen oder enden fast immer hier. Bremerhaven ist der größte Auto-Umschlagplatz Europas. Mehr als 2 Millionen Pkw werden hier jährlich verschifft oder angelandet. Kai kennt sich aus mit den edlen und den einfachen Karossen. Egal, ob sie links oder rechts gelenkt werden, ob sie Sechsganggetriebe oder Automatik haben. Kai ist bekannt für seine Ladekünste. Aber er muss verdammt aufpassen, sonst kann es teuer werden. Also ganz schlimm sind die Automatikmodelle, weil wenn die Automatik kalt ist, dann reagiert die nicht so, als wenn die jetzt normal warm ist. Also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so ein Luftloch. Und das kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts und dann kommt sie richtig. Da musst du natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Das ist immer ein bisschen heikel, aber... Und wenn was schief geht, wer zahlt? Versicherung. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr. Weil er schon im Verzug ist und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, an der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das alles ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät in Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise muss ich ein bisschen krachen lassen, dass ich das auf Freitag pünktlich nach Hause schaffe. Ansonsten, glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann das gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr, wie immer. Aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts mehr mit fließendem Verkehr. Jetzt stockt es. Dann Blaulicht und Sirenen. Es hat mal wieder gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Mit Toten. Kai ist trotz seiner 20 Jahre auf dem Bock kein abgebrühter Zyniker. Nach so einem Unfall schnell zur Tagesordnung zurück, geht nicht für ihn. Er grübelt über die Ursachen. Die meisten Unfälle passieren nach wie vor durch zu viel Technik im Lkw. Wenn du mal so manche Leute beobachtest beim Fahren, da wird am Laptop gespielt oder Handy, ganz große Sache, Smartphone. Da werden Sachen während der Fahrt bestellt und in irgendwelchen Sachen gegoogelt, das lenkt ab. Ich sag mal, wenn du denn so einen Stau in der hast und guckst mal kurz auf Handy, das sind Sekunden, aber dann kann es auch schon passiert sein.
Eine Recyclinganlage in der Nähe von Dortmund. Eine Stunde nach Betriebsschluss. Erich Altmüller ist immer in Zeitnot, immer unter Druck. Er ist sogenannter Termintracker. Er bekommt oft erst beim Abladen den neuen Auftrag samt Adresse des nächsten Kunden und Liefertermin. Seine Disponenten wissen nicht, ob es Baustellen oder Unfälle gibt. Er muss darauf hoffen, dass jemand Erbarmen mit ihm hat und wie jetzt auch nach Betriebsschluss noch ablädt. Sonst muss er vor der Einfahrt übernachten und verliert Zeit. So. Der Hochstapler wartet schon. Komm, komm. Willst Feierabend machen, ne? Ja. Aber schön, dass du noch ablädst. Ich bedanke mich bei dir. Ich hatte heute Morgen wie lange im Stau gestanden. Dann habe ich in Bekum fast 2 Stunden gestanden. Seine Ladung riecht beißend und vergoren. Mehr als 20 Tonnen leere Saft- und Softdrinkflaschen sind es diesmal. Erich freut sich über den hilfsbereiten Lagerarbeiter. Er liegt auch so schon hinter seinem Plan. Aber was machen Sie hier mit so vielen leeren Plastikflaschen? Ja, das wird jetzt wieder aufbereitet, wird zu Granulat verarbeitet und es gibt wieder Kunststoff. Erich fährt eigentlich und hauptsächlich Druckpapier. Sein nächster Job, blütenweißes Papier aufladen in Hagen. Bis dahin muss er noch richtig schrubben. Das muss ich jetzt alles sauber machen, weil Papierrolle, die werden ja bedruckt, ne? Das muss absolut sauber sein. Laut Plan sollte er die Papierrollen aus Hagen bereits auf dem LKW haben. Das schafft er heute nicht mehr. Dort ist längst Feierabend. Dafür darf er in der Recyclingfirma duschen. Keine Selbstverständlichkeit. Schön, ne? Das ist sauber, appetitlich, sagen wir mal. Ne? Sind viele Fahrer selbst dran schuld, ne? Weil wenn ich was sauber antreffe und dann verlasse ich das auch sauber. Und wenn das stimmt, dann stimmt es auch mit den Firmen. Die Leute gestatten das dann. Nach 12 Stunden Autobahn hinter dem Steuer seines 40-Tonners und mehreren B- und Entladungen freut er sich auf die Erfrischung unter der Dusche. Diesen Genuss bekommt er höchstens einmal die Woche. Dann ab bis vors Firmentor in Hagen. Erich will morgen früh der Erste an der Rampe sein, um Zeit reinzuholen. Glück, sagenhaftes Glück bei dem ganzen Pech heute. Aber ich kann heute nicht mehr laden für nach Belgien. Und das kann ich erst morgen früh um 6 Uhr laden. Seine Verspätungen resultieren meist aus Fehlern von anderen. Unfälle, Staus, Chaos in Industrielagern kosten ihn nur zu oft das ganze Wochenende. Das muss er dann allein auf einem Parkplatz absitzen, irgendwo im Nirgendwo. Und das mit 64 Jahren. Ich kann mich da nie mit abfinden, dass meine Familie Not leiden muss, nur weil irgendein Lagerist oder irgendeine Firma die Ware nicht fertig hat oder die Ware verweigert oder ein Unfall ist oder irgendwas durch äußere Einflüsse, für die ich nichts kann. Und dann muss ich Freitag nachmittags meine Frau anrufen und muss sagen, hör mal, blas die Familienfeier am Wochenende ab, ich komme nicht nach Hause. Wie auf Bestellung. Das nächste Hindernis. Ja, da liegt was mitten auf der Fahrbahn. Das fehlt jetzt gerade noch. Das sind so die unvorhergesehenen Dinge. Das nervt einfach. Die Fetzen eines geplatzten LKW-Reifens, verstreut über alle Spuren. Und wenn dann sowas freitags passiert und die Zeit ist schon fast am Limit, dann heißt es Wochenende irgendwo auf einen Parkplatz. Und weil er jetzt keinen freien Rastplatz mehr findet,
fährt er auf einen Autohof. Das macht er selten, weil er dafür bezahlen muss. Mir ist das eigentlich viel zu teuer, die Parkerei. Das sind manchmal bis zu 10 Euro für die Nacht. Aber die Lenkzeit ist abgelaufen. 14 Stunden am Steuer, seit 18 Stunden auf den Beinen. Erich ist politisch interessiert, will wissen, was in der Welt los ist. Aber vor allem interessiert ihn, was zu Hause passiert. An den langen Abenden allein auf den Park- und Rastplätzen freut er sich auf die Online-Ausgabe seiner Heimatzeitung. Und das ist natürlich die Verbindung zur Heimat, ne? Man sieht dann auch, was passiert ist. Tragisch war mal, da habe ich eine Todesanzeige gelesen von einem sehr guten Schulfreund, ne? Die las ich unterwegs und las dann auch, dass die Beerdigung am nächsten Tag ist. Und das ist dann schlimm, wenn man unterwegs ist. Würde gern ihm die letzte Ehre erweisen und kann das nicht. Ne? Das ist dann, da wird man ein wenig sentimental. Und dann verflucht man eigentlich auch wieder den Beruf, ne? Obwohl man ihn liebt. Ne? Und morgen wartet wieder ein langer, harter Tag auf ihn. Hagen, Bielefeld und dann wahrscheinlich noch nach Belgien. Fahr mal vor. Wenn die einen in die Koje gehen, dann legen die richtigen Kolosse los. Rechtsleitbordstein. Ich habe rechts, sorry. Schwerlaster transportieren übergewichtige und sperrige Güter. Oft haarscharf und millimetergenau. Immer mit Begleitern, die von hinten wachen. Eine Kunst, diese Kolosse zu manövrieren. Das alles komplett frei, das passt. Alter, leck mir am Arsch. Hardy Faber hat sich aus der Parkbucht gequält. Da meldet sich schon das nächste Problem. Thomas, hängt bei mir irgendwo eine Bremse oder so? Siehst du irgendwie einen Reifen? Oder schwarze Striche? Nee, weil ich auch vorhin schon mal was gerochen, aber das war wahrscheinlich eine Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts hier. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, ich fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich hab hier massiven Druckluftverlust, ja wisst ihr. Hardy hat Glück. Die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen Lkw kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn es jetzt mal so ist, ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Hardy nur scheinbar gelassen im Wartemodus. Dem Lkw vor ihm hat es den geplatzten Reifen um die Achse gewickelt. Der Fahrer klagt. Ich hatte das letzte Woche Donnerstag, ist genau der gleiche Reifen schon geplatzt. Das war ein nagelneuer, keine 400 Kilometer drauf und jetzt wieder. Ein Servicemann ist gekommen, aber auch der braucht Stunden, um das Gefährt wieder gängig zu kriegen. Hardy wird unruhig. Wenn ich stehen bleiben würde oder so, anders, ich ein Problem habe mit dem Reifen, okay, ihr könnt mir selber helfen. Würde nicht so lange dauern wie bei den Kollegen da vorne. Auch 2 Stunden später sind die Reifenreste noch nicht von der Felge. 1 Stunde fahren, 2,5 stehen. Hardy kennt das. Er fährt seit 20 Jahren durch die Nacht. Über das Wort Biorhythmus kann er nur lachen. Seine Familie sieht er zu selten, aber er will keinen anderen Job. Die Arbeit macht schon Spaß und ist auch interessant. Aber das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Wird das auch nicht sein. Zum Beispiel, ich könnte auch nicht den ganzen Tag in der Backstube stehen. Oder ich könnte auch nicht den ganzen Tag an der Pfeilbank stehen oder an der Drehmaschine stehen. Könnte ich nicht. Jeder soll das machen, für was er eben halt Interesse hat. Das sollte eben halt wichtig sein. Hardy jedenfalls braucht das Gefühl, raus und weg zu sein. Irgendwo unterwegs, immer auf Achse. Jedenfalls soweit der Sprit reicht. In seine 2 Tanks geht so viel Diesel, dass man damit ein Einfamilienhaus 2 Winter lang beheizen könnte. Hat er jetzt? Was kostet er? Das wären so 1.300, 1.200. Bei mir haben sie schon mal gehabt, da haben sie
aus Wut oder so haben sie hier ein Loch drin gemacht. Sie haben sie Diesel ausgelaufen. Vandalismus, ja. Aber den Ärger hast du ja denn. Erstens, Reparatur kommst du weg. Zweitens, denn musst du erstmal das erklären. Ja. Der Doofe ist immer der Fahrer. Immer. Ob Spritklau oder einfach Vandalismus, für die Trucker bedeutet es zusätzlichen Stress, den kein Mensch braucht, und eine Menge überflüssigen Schreibkram. Manchmal werden auch die Fahrer selbst verdächtigt. Bei den spritfressenden Monster-Trucks geht es halt immer gleich um viel Geld. Monotonie auf der Autobahn. In solchen Momenten hat sich Kai, der Autotransporter, früher immer den Kopf zermartert. Er, der nie lange zu Hause ist, leidet unter Eifersucht. Sein ständiges Misstrauen hat ihn verzweifeln lassen. An seinen Ehen und Beziehungen. Mit Cindy, seiner zukünftigen Frau, will er vieles anders machen. Ich bin schon eifersüchtig. Ich mache das aber nicht mehr so wie früher. Ich zeige es nicht mehr. Weil irgendwann habe ich mal gelernt, wenn du das zeigst und du gehst auf das Thema immer wieder ein, du kannst es ja sowieso nicht ändern. Wenn jemand was machen will, macht das ja eh. So, das ist ja schon mal Fakt. Aber ich bin schon eifersüchtig und ich habe auch schon Angst, sie zu verlieren. Ja, keine Frage. Dann eine Überraschung. Eine Baustelle redet mit ihm über seine Funkfrequenz. Achtung, Gefahrenstelle! Achtung, Gefahrenstelle! Achtung, Gefahrenstelle! Die Schilder. Die Schilder reden mit euch? Wie? Ja, da wird von den Schildern gesendet. Das ist einfach nur, da sind wir wieder bei der Übermüdung. Falls da irgendjemand übermüdet angepflastert kommt und die Ohren zu hat, weil dann wird er durch den grellen Geräusch eventuell noch mal geweckt, dass er da hinten hier auffährt. Eine der häufigsten Unfallursachen, Sekundenschlaf. Trucker knallen ungebremst in Baustellen und Stauenden. Und schon sitzt er mittendrin. Ja, gesagt haben sie über Funk, dass komplett Vollsperrung ist, dass ja auch nicht mehr geht. Warum? Wegen LKW-Unfall wohl. Aber der ist schon vor 4 Stunden passiert. Ja. Zunächst lässt ihn das noch kalt. Ein kleines Schwätzchen mit Staunachbarn und ein Imbiss zwischendurch helfen, die Zeit zu vertreiben. Er nutzt die Zwangspause für ein Wurstbrot und Cola gegen den aufkeimenden Frust. Aber die Meldungen aus dem Radio verheißen nichts Gutes. Die Autobahn muss immer wieder für kurze Zeit voll gesperrt werden. Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. So, nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. 20 Kilometer lang ist der Stau inzwischen. Das geht an die Nerven. Erich ist schon seit 4 Uhr unterwegs. Er hat in Bielefeld abgeladen und den ersten Stau hinter sich. Eine Stunde zusätzlicher Zeitverlust. Nächste Station Ostende in Belgien. 16 Uhr abladen, sonst verliert er einen halben Tag. Ich brauch das. Ich brauch das Kribbeln. Das muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Jetzt ist es natürlich, jeder Stau ist auch Stress, ne? Wie der Kleine jetzt, Blinker raus, bums ist er vor mir, der Nächste kommt gleich wieder, Achtung, bupp. Der bremst jetzt, bupp. Kleine Unachtsamkeit, fahre ich mich nicht drauf. Und dann kriegt er seinen Nervenkribbel. Zäh fließender Verkehr, Unfall mit einem Motorrad und einem Kleintransporter. Erich sitzt seit über 40 Jahren hinter dem Lenkrad. Er ist weise geworden. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne, dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne. Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranken zu, oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam, der macht aber nicht langsam. Du hast nur das Empfinden. Dann lässt der Autobahnpsychologe Erich die Widrigkeiten der deutschen Straßen hinter sich.
Drei Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Er muss nach Ostende, vorher aber noch in Brüssel Druckpapiere abladen und andere aufnehmen. Plötzlich spielt ihm sein Navigationsgerät einen ersten Streich. Statt ins Industriegebiet leitet es ihn in ein Wohngebiet, aus dem er nur mit Mühe wieder herausfindet. Aber Erich ist, wenn auch leicht erregbar, eine Frohnatur. Geschafft! Jetzt bin ich schon im Zeitverzug, dann sowas noch. Gegessen hast du auch noch nichts im ganzen Tag. Gegessen auch noch nichts. Und wenn man jetzt noch die Nerven verliert, dann wird es noch schlimmer. Also jetzt muss man runterfahren, jetzt muss man cool bleiben. Was kommt, kommt und was nicht kommt oder was nicht geht, geht nicht. Fertig, aus. Stopp! Okay! Und solange er warten muss, hilft er Kollegen beim Rangieren. Aber er findet niemanden, der sich für ihn und seine Ladung interessiert. So geht's zu im Schaugeschäft. Keiner ist zuständig. Ich stehe hier, bin bestellt, nicht abgeholt. Während er auf seine Ladung wartet, sieht er seine Mails durch und erlebt eine freudige Überraschung. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn? Ich habe zwei Freikarten für den Truck Grand Prix auf dem Nürburgring gewonnen. Ich hab bei einer Umfrage teilgenommen vor einem halben Jahr. Jetzt schreiben die mir, dass ich zu den Auserwählten gehöre von 10x2 Freikarten. Und ich sitze hier in Belgien und weiß nicht, wo ich am Samstag bin. Ob ich am Nürburgring teilnehmen kann oder ob ich da. Dreieinhalb Stunden Verspätung. Damit wird das ersehnte Wochenende zu Hause immer unwahrscheinlicher. Zwischen Bamberg und Erlangen geht nichts mehr seit Stunden. Kai ist nicht eben zart besaltet, aber heute deprimiert ihn sein Job. Über den Verkehrsfunk hat er mitbekommen, dass der Grund des Staus wieder ein Auffahrunfall, verursacht von Kollegen, ist. Der Verkehr nimmt zu und damit auch die Unfälle. Eindeutige Angelegenheit. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben immer mehr aus dem Ausland, die kaum auf Abstände und alt achten. Alkohol wird immer mehr zum Faktor. Normal ist es vorprogrammiert. Das sind wieder so eine Tage, wo ich sage, ich könnte die ganzen Mist schon wieder an den Nagel hängen. Dann weiter. Stop and go. Solch ein Riesenstau löst sich nur schwer auf. Kleine Unachtsamkeiten führen zu Auffahrunfällen, also wieder warten. Pannen häufen sich. Hier ist der Motor heiß gelaufen. Der Kleinwagen bockt. Können Sie rüberschieben? Helfen ist für Kai eine Selbstverständlichkeit. Die Rentner aus Thüringen stehen seit Stunden im Stau. Und jetzt, wo es endlich weitergeht, springt ihr Auto nicht mehr an. Stau. Und nur ist vorbei. Jetzt, wo er vorbei ist, springt er nicht mehr an. Nicht bremsen! Hinter ihm hat sich schon wieder Unmut angestaut. Aber Kai ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Zum Glück ist er eher ein Gemütsmensch. Jetzt drehen sie alle durch. Ganz schnelle suchen sich einen Weg zwischen Leitplanke und LKW. Ja, wenn es dann kommt, kommt es dicke. Aber so können wir helfen und die Bahn ist frei. Kai, der Helfer in der Not, braucht jetzt selber Hilfe. Das war zu viel Einsatz für sein Asthma. So, jetzt werde ich gleich erfahren. Auch Erich ist erleichtert. Endlich wurde er vorgelassen, durfte sogar schon abladen. Hallo? Die Lageristen sind müde und nicht sehr engagiert, aber wenigstens kriegt er seine Fracht für Ostende und den Anschlussauftrag für morgen. Nach Ostende ist es von Brüssel aus ein Katzensprung, denkt er.
Es scheint eine leichte Tour zu sein, bei der er verlorene Zeit aufholen kann. So, das passt. Das ist eine richtige Zahnetour, die ich heute habe. Abladen, Kiel abladen, wieder laden und morgen Vormittag irgendwann in Bielefeld abladen. Erich ist fast schon euphorisch. Er will abladen in Ostende und dann noch eine Stunde Richtung Bielefeld schaffen. Leider erwartet ihn kurz vor der belgischen Hafenstadt ein echter Stresstest. Erich, der erfahrene Trucker, ratlos. Seine beiden Navigationsgeräte bringen ihn an den Rand des Wahnsinns. Jetzt soll ich wenden. Ich brech zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi da nicht. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr. Jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Okay, jetzt höre ich auf den. Erich hat sich entschieden. Für den Mann mit der tiefen Stimme. Doch so richtig einleuchtend sind auch dessen Anweisungen nicht. Ist sowas normal? Jetzt soll er schon wieder wenden. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Er sucht menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen nichts Genaues. Erich ist fast am Ende. Die Zeit läuft ihm weg. Er muss wieder auf die Navis hören, aber die streiten immer noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Es muss aber hier in der Nähe sein, dass das... Das Navi besteht jetzt auf rechts abbiegen. Halt die Klappe, wo soll ich denn da hin? Erich fährt einfach weiter, voller hilfloser Wut. Da über ist sie, die Firma. Die Grüne. Mein LKW größer wie die ganze Firma. Am Ende gewinnt er den Kampf gegen die Navis mit 3 Stunden Verspätung. Doch zu seiner Freude taucht noch ein junger Lagerist auf und lädt die Druckpapiere ab. Undenkbar in Deutschland. 16.30 Uhr maximal soll ich hier sein. Ohne ein Wort laden die noch ab. Die Anspannung durch den ganzen Mist jetzt hier, das Navi hat mich ja auch wieder verkehrt geschickt, ne? Und der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werde leer, ne? Auf dem Gelände der Überseewerft in Bremerhaven. Hardy, der Schwertransportfahrer, hat nur 5 Stunden geschlafen. Die ganze Nacht war Betrieb. Jetzt muss er den Bagger abladen. Ja, jetzt stellen wir uns mal hier hin, wa? Weil hier kommen wir hier nicht hin. Hochbetrieb im Hafen. Ausladen, einladen. Millionen Tonnen Fracht täglich. Hardys Bagger geht nach China. Der Transporter muss ganz gerade stehen, sonst gibt es Probleme mit dem Aufleger. Schon passiert. Der klemmt, ist schwer abzukoppeln. Ah, Tetris. Wenn nicht knallt, dann geht das nicht. Ah, geht doch. Thomas, sein Begleiter, hilft ihm. Aber er ist Hardy nicht schnell genug. Alter, 2 Sekunden verloren, Junge. Der nächste Termin sitzt ihm im Nacken. Hardy ist gehetzt. So, die Schritte sind immer dieselben. Alles, was übersteht, weg. Absetzen, vorfahren, runterklappern, wieder zusammenbauen, Unterschrift, Abfahrt. Das ist immer dasselbe. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht. Fast jede Maschine ist anders. So, jetzt werden wir erstmal das Gerät erstmal ein bisschen Strom geben. Manchmal sucht man wie ein Irrer, wo der Hauptschalter ist. Aber langsam kennt man die ganzen Maschinen. Was heißt so Teil fahren? Das ist einfach mit den Jahren kommt es und da lernst du eben halt. Denn so hast du mal in kaltes Wasser geworfen und würdest sagen, wir haben keinen zum Abladen, machst es selber, geht immer schneller. Als wenn du stundenlang auf ihn warten tust, der dir den runterfährt. Alles Hightech, computergesteuert. Und Hardy muss es ohne Anleitung verstehen.
Alles Computertechnik. Warten, bis das Ding hochgefahren ist. Error! Nein, war ein Scherz. Dann rollt das Monster endlich. Hardy hat alles im Griff. Thomas zeigt ihm den Weg. Jetzt haben sie Spaß. 10 Minuten Auslauf für die ganz großen Jungs. Das war Service am Kunden. Und jetzt aber zackig. Leer darf er auch tagsüber fahren. 70 Kilometer weiter in den Hafen von Bracke. Dort warten sperrige Teile für Windkraftanlagen. Erich konnte zwar abladen, aber nicht weiterfahren. Seine Lenkzeit ist überschritten. Also übernachten in Ostende. Sein halbes Leben fährt er schon in diese Gegend, schläft fast immer im Industriegebiet. Das Meer hier hat er noch nie gesehen. Das versöhnt sich. Da wird man versöhnt bei dem Anblick. Wenn man jetzt noch eine Badehose hätte und eine Sonnenbrille. Ins Wasser gehen und baden käme Erich nie in den Sinn. Das gehört einfach nicht in seinen Arbeitsalltag. Ein bisschen scheu und nur mit gemischten Gefühlen traut er sich in seinen Arbeitsklamotten unter die Urlauber. Muscheln, das ist was Besonderes für den Trucker. Geschenke von unterwegs, die ich meiner Frau mitbringe, die freuen sich wie ein kleines Kind, wenn ich. Es hat keinen Wert, hat symbolischen Wert, dass ich an sie denke, wenn ich unterwegs bin. Wärst du gern mit ihr jetzt hier? Wenn ich jetzt weiterritt und dann werde ich stimmbrüchig. Darf da auch mal sein, oder? Ja, sicher, klar. Und das ist. Ich werde jetzt langsam sentimental, also das. Man denkt halt immer an seine Leute zu Hause, wenn man so lange weg ist. Und ist schon. Ist schön. Trotzdem ist es hässlich, das Ganze. Wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder und zu Hause. Und Erich hat vieles erlebt in seinen 43 Jahren hinter dem Lkw-Steuer, quer durch Europa. Aber das Heimweh und die Sehnsucht nach seiner Familie haben ihn immer begleitet. Man kann darüber erzählen am Stammtisch, was man alles so erlebt, aber die Sentimentalität, die man durchmacht, alleine in der langen Nächte im Fahrerhaus, ist auch nicht manchmal. Da spricht nicht jeder drüber. Ich auch nicht. Jedenfalls wird sich meine Frau freuen. Wenn er es denn tatsächlich schafft, am Wochenende nach Hause zu kommen. Kai ist auch heute wieder Stauopfer. Diesmal lagen gleich 2 Lkw stundenlang quer auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg. Kai ist seit 13 Stunden auf der Piste. Er ist müde und braucht dringend einen Parkplatz. Übermüdung und der berüchtigte Sekundenschlaf sind die häufigsten Unfallursachen. Sekundenschlaf habe ich auch schon mal gehabt. Also wer mir da erzählt, dass er das noch nie hatte, der lügt, ohne rot zu werden. Hundertprozentig. Also ich wüsste keinen, dem das noch nicht passiert ist. Zum Glück war bloß eine Sekunde gewesen. Aber das, ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Aber mal gucken, wie es hier aussieht. Also ein Zweifelsfall würde ich jetzt schon mal sagen, ja, nicht schlecht. Hier vorne steht schon Schwerlast. Boah, jetzt sitzt aber eng, hey. Ja. Passt du da durch? Wir probieren es. Mehr jetzt stecken bleiben können wir nicht mehr. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Kai sieht keine andere Chance mehr als zu flüchten. Runter von der Autobahn. Im Altmühltal verirrt er sich prompt zwischen den Feldern. Ja, das ist doch scheiße, wo geht denn das hier lang?
und wird fast von einem Traktor überrollt. Ich dreh ja durch. Oh. Alter! Uhuhuhu. Nochmal Glück gehabt. Schnell zurück auf die Autobahn. Zurück auf vertrautes Terrain. Rund 80 Kilometer weiter, Robert, der Security-Mann auf dem Autohof Geiselwind, dreht seine Runden. Er passt auf, dass alle ihre 10 Euro pro Nacht bezahlt haben und dass niemandem Benzin oder die Ladung geklaut wird. Ein Delikt, das bandenmäßig betrieben rasant zugenommen hat. Manchmal muss er auch Verwarnungen aussprechen, weil Fahrer im oder am Auto kochen. Das ist verboten. Servus. Schlechte Programm. Das ist Kinderprogramm. Ja. Schlafen, Kapo. Ja. Ja. Hey, wie viel? 10 Euro. Fahren. Das ist Autohof. Wer kocht im Auto? Die leben so gefährlich. Da hat es mal einen Bericht im Fernsehen gegeben, wo LKW-Fahrer im LKW gekocht haben und dann ist die Gasflasche explodiert. Was macht er? Jetzt isst er und fährt weiter. 10 Euro sind ja zu viel. Selber kochen ist besser. Auch wenn er manchmal streng ist, Robert ist beliebt bei den Fahrern. Er nimmt seinen Job ernst. Die wissen, ich fahre mal Kontrolle, um zu schauen, passt alles. Stehen die Leute sicher? Welche Ganoven treiben sich dahin herum? Dass wir eben die Probleme von draußen nicht reinkriechen. Auf die Polizei ist auch kein Verlass. Komm auch nicht so oft. Grüß dich, Feierabend. Er bemüht sich, die Trucker mit ein paar Worten ihrer Muttersprache zu begrüßen. Das gelingt ihm in mindestens 7 Sprachen. Selbst Rumänisch und Italienisch hat er mittlerweile drauf. Jetzt kommt mein Bester. Margazzo, magst du domire, domire? Viele werden bei ihm ihre Alltagsprobleme los. Nee. Die haben den Plan aufgeschlitzt. Immer so halb Monde, damit sie sich schön runterziehen können und sehen können, was ist da drin. Und genau da, wo das teure Zeug war, genau da haben sie geschlitzt. Ja, und dann hinten Blombe aufgemacht, Türen auf. Und dann schön Karton für Karton ganz leise vorsichtig raus. Ich hab nichts gemerkt. Dann ein Hilferuf. Kai, servus. Ja. Ja, ich reserviere dir einen Platz. Ja. 10:30, 11:00? Alles klar. Okay. Nee, ich mach ihn zu. Passt. Ciao. Das war jetzt Kai? Das war jetzt der Kai und hat sich angemeldet. 10:30, 11:00 dürfte er da sein. Kai gibt auf. Ist jetzt bereit, die 10 Euro für einen Schlafplatz zu investieren. Er hat schon handfeste Raufereien um Parkplätze erlebt. Der eine wollte wohl von hinten rinnen, der andere hat von vorne rückwärts reingeschoben. Ja, die sind da richtig in der Schlägerei geraten, deswegen. Also wenn es dann so weit ist, fahre ich lieber weiter. Das muss ich ohnehin haben. Aber es ist schon Wahnsinn, wie weit es geht, um einfach bloß eine Schlafstelle zu kriegen. Wa? Alter! Kurz darauf der nächste Schock. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Boah. Dieser Unfall des Kühlzuges voller Fisch gibt Kai den Rest. Er ist jetzt doch froh, bald auf dem privaten Autohof zu sein. Geiselwind. Der größte Autohof Europas, zwischen Nürnberg und Würzburg gelegen. Mehr als 600 Lkw passen hier drauf. Aber es gibt Tage, da ist selbst dieser Platz randvoll. Und so einen scheint Kai erwischt zu haben. Zum Glück hat er vorgesorgt und seinen Kumpel Robert schon vor einer Stunde angerufen. Servus. Moin. Suchst du wieder einen Parkplatz? Ja, wie immer. Hast du ein Glück, dass ich noch einen habe für dich? Du. Hast du? Ja, wir müssen aber rüber auf die andere Seite. Da ist tut doch voll. Okay.
Robert stellt noch schnell die Quittung aus und Kai macht sich auf die letzten Meter, sucht den reservierten Parkplatz im nächtlichen LKW-Dschungel. Vergeblich. Er findet ihn nicht, also schwingt sich Robert auf sein Moped und geleitet Kai zu seinem Nachtlager. Kai ist fertig, hat die Schnauze voll. Nicht mal mehr Lust auf ein Bierchen mit dem Platzwart, seinem alten Kumpel. Die letzten beiden Tage haben ihm alles abverlangt. So, nach so einem Tag wie heute habe ich noch nicht mal mehr Bock, irgendwie was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Für mich ist das Thema heute einfach durch. 3,5 Stunden Stau, die ganze Laderei. Denn ach, irgendwie macht mir heute alles so fertig, das ist, weiß ich auch nicht. Essen ist nicht mehr, trinken ich auch nicht mehr. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend, ich will nur noch in mein Bett und Schluss für heute. Schlimm für ihn. Er ist schon jetzt einen halben Tag im Verzug. 750 Kilometer entfernt von zu Hause. Es wird ganz eng werden mit dem Termin auf dem Standesamt. Fünf Stunden später ist Hari immer noch unterwegs. Seine Lenkzeit ist bis zum Äußersten strapaziert. Aber auch er findet mit seinem übergroßen Schwertransport keinen Parkplatz. Er entschließt sich, auf eine Nothaltebucht auszuweichen. Verboten zwar, aber alternativlos. Doch selbst da stehen schon Kollegen und Hari fallen fast die Augen zu. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schiss, ich bin müde. Jetzt stehen Hari und sein Begleiter knapp 5 Meter von der Fahrbahn weg. Der Verkehr nimmt wieder zu, jetzt morgens um 6. Und damit die Lautstärke. Hari schaut nach, ob einer wegfährt und Platz macht für ihn. Er hat Glück. Der Gemüsefrachter muss auf den Markt. Du fährst weg? Ja, ja. Du hast ganz super von dir. Danke, gute Fahrt. Ja, ciao. Hadi freut sich, als hätte ihm jemand ein Bett im Interconti-Hotel angeboten. Jetzt muss er sein Monster nur noch rückwärts einparken. Thomas, sein Begleiter, weist ihn ein. Dann gute Nacht. 7 Meter vom Autobahnlärm entfernt. 16 Stunden müssen sie nun hier Pause machen, in der norddeutschen Pampa. Fernab von Restaurants, ohne jede Einkaufsmöglichkeit. Vor allem ohne Toilette und fließend Wasser. Ich stehe ohne Jano oder sowas. Ich stehe auch lieber Jano, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast ja nichts. Trucker. Kein Job für jedermann. Aber einer für Typen wie Hardy.